Ich bin eine Biene. Willkommen zurück bei Theresius, Zedex Let's Play. Ich habe gerade eben gesehen, dass irgendwie die Treppen... Die sind doch falsch rum. Wieso ist mir das noch nicht aufgefallen? Ja. Reden wir nicht weiter drüber. So. Was können wir denn heute machen? Also, wie ihr bereits in der letzten Folge gesehen habt, in der Update-Folge, wir haben jetzt ein Weizenfeld, ein... Ja, es ist eher klein als fein. Eine Mühle dazu. Einen, wie man hier so am Rande des Spielfeldes sieht, einen Friedhof mit Kapelle. Ich wollte noch irgendwas dazu bauen. Ah! Genau, jetzt fällt mir nämlich gerade ein, zu einer richtigen Kapelle gehört doch im Normalfall auch ein richtiger Turm. Aber kriege ich den jetzt hier so dran? Hm. Ich habe eigentlich keine Lust, da jetzt groß dran rumzufummeln, weil am Ende versaue ich alles bloß. Also suchen wir uns irgendeine neue Beschäftigung. Wir könnten ein Strandhaus bauen, aber wir haben ja auch in der Update-Folge hinten den schönen Strand entdeckt. Wir könnten am Loft weiterbauen. Ha. Also ich bin gerade wirklich planlos, was ich jetzt als erstes machen soll. Deswegen mache ich jetzt nochmal ganz kurz eine Pause. Da bin ich wieder. Mir fiel gerade was richtig Gutes ein. Wir haben ja da eine Windmühle und ein Getreidefeld. Und was gehört zu so einem... Ja, zu dieser Thematik noch dazu? Also ich würde sagen, ein Bauernhof. Jetzt müssen wir nur kurz schauen, irgendwo eine geeignete Stelle. Ich würde sagen, hier unten ist doch gar nicht schlecht. Sind die Game Sounds bloß bei mir so laut oder habe ich die? Ich drehe die mal ein kleines bisschen runter. Bei mir sind die ehrlich gesagt zu laut. So. Dann bauen wir uns hier einfach. Den Kreativmodus übrigens jetzt bloß für die Grundversorgung nutzen, also sprich für die ersten Gebäude, die Siedlung, das Dorf, alles ordentlich ausbauen. Einfach aus dem einfachen Grund, das ist einfacher, es ist schneller, das wird wahrscheinlich auch für euch spannender sein, wenn das alles dann gebaut ist und dann werde ich wieder in den Survival-Modus schalten, die Creeps wieder aktivieren und wenn das dann alles soweit aufgebaut ist, dann machen wir richtig Survival. Deswegen sammle ich jetzt auch keine Rohstoffe, weil das wäre ja ein bisschen unfair, sich so durch die Welt zu spawnen, durch die Welt zu fliegen und dann anfangen zu fangen, irgendwelche Sachen einzusammeln, die man sonst gar nicht so einfach erreicht hätte. Das heißt, Höhlenexpeditionen mache ich prinzipiell sowieso bloß im Survival-Mode. Ich finde das langweilig, wenn man dann so durch die Schlucht fliegt, sich die ganzen Eisenstücken abholzt bzw. abbaut. Ja, das... Ich meine, ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu sagen, ob ihr das lieber mit Survival oder lieber mit Kreativmodus sehen wollt. Ich persönlich spiele eigentlich sehr ungern im Kreativmodus, aber das ist einfach... denke ich, spannender, weil es schneller geht. Wenn gerade hier solche sich das Abholzen, das Abbaggern, das Begradigen von solchen Erdflächen, das ist
dann doch außerhalb des Kreativmodus dann in ein hartes Stück arbeiten. Dann hat man noch haufenweise Erde überall rumliegen. Ich meine, gut, Erde kann man zum Füllen immer benutzen und gebrauchen. Aber dann müsste man ja auch dauerhaft hin und her rennen, durch Kisten füllen und Inventar umräumen. Und ja, das wollte ich euch einfach mal ersparen. Wenn ihr es gern anders sehen wollt, das alles im Survival-Mode gebaut haben wollt, dann gebt mir einfach Bescheid, dann machen wir das so. Dann schalte ich in 0, nichts zurück. Dann bauen wir so rum weiter. So, was brauchen wir jetzt? Die Treppe brauche ich nicht. Dann füllen wir hier erstmal wieder auf. So. Wie rum bauen wir den Bauernhof denn jetzt? Ich glaube, am günstigsten ist es hier so, das Haus reinzusetzen. So als Eckkante hier vorne ein Stall. Ja. Nehmen wir Eichenholzbretter. So. Da ich aber ungern in diese Kante dort reinbauen möchte. Obwohl, wenn ich... Nee, ich lasse mal einen kleinen Weg ringsrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Och, passt doch perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. Sagen, das sieht doch schon gar nicht so doof aus. Also man kann sagen, was man will, die Musik ist irgendwie beruhigend. Also da haben sich die Creator wirklich was einfallen lassen, da haben sie sich Mühe gegeben. Man hört zwar nicht viel davon, ich weiß nicht, viele schalten die Musik ja prinzipiell aus. Mir läuft die immer so im Hintergrund, auch wenn ich alleine spiele, die daddelt dann so im Hintergrund rum. Ja, das beruhigt, gerade wenn es irgendwo ein bisschen nerviger wird und man dann ganz kurz eine Verschnaufpause sich gönnt, sich hinsetzt und einfach mal kurz nur so über das bereits Erschaffene schaut, dann hilft die Musik schon ganz gut. Ich hatte mir auch überlegt, das kommt jetzt auf die finanziellen Mittel drauf an und auf die technische Umsetzung, Minecraft eventuell, gerade aufgrund von Online-Modus und den ganzen Lags, die ich hier ab und zu drin habe, das Ganze mal auf PS3 zu verlagern. Da habe ich ja auch eine da. Ich habe persönlich noch nie eine Konsolenversion gespielt, aber mich würde das auch trotzdem schon mal interessieren, wie das überhaupt ist. Und ich glaube, wenn die technische Umsetzung funktioniert, weil ich habe so einen Audio-Video-Grabber da, das ist jetzt nicht der beste, aber wenn der annehmbare Aufnahmen macht, dann werde ich den wahrscheinlich verwenden. Und dann würden wir in Zukunft nicht mehr von PC zu PC, sondern von PlayStation zu PC arbeiten. Und vielleicht lade ich dann auch ein paar Freunde ein. Was für euch dann sicherlich auch spannender ist. Mich dann bloß nicht bloß allein ertragen zu müssen, sondern da sind dann noch mehr Spinner dabei und
Ja. Ich denke, das kommt euch auch zugute. Jetzt kommt hier so ein Zwischenboden rein. Das war natürlich Mist. Großer Mist. Na. Gut. Ich sehe es ein. So werden wir Ewigkeiten nicht fertig. Ich will hier bloß den Zwischenboden einziehen, weil dieses Bauerngehöft, das soll bloß einetagig sein mit Dachboden. Aber da kommt ja doch noch der Stall dazu. Und dann wahrscheinlich noch ein Hühnergehege. Dann kann ich die Hühner aus dem Dorf auslagern, dann störe ich unsere Nachbarn nicht so. Aber ich glaube, die sind auch schon genervt von diesem ständigen Gegacker und außerdem haben die ja kaum Platz, die armen Viecher. Und bevor da irgendwo die Tierschutzorganisation ankommt, dann werden wir denen mal etwas mehr Platz gönnen. Jetzt fängt das schon wieder an zu regnen. Ich hatte ja bereits im letzten